Hallo, die bischöflichen Weingüter in Trier verfügen über absolute Riesling-Spitzenlagen in Deutschland. Und rechtzeitig zur Messe haben Sie ein neues Konzept vorgestellt. Und ich frage mal Frau Reimann. Unser neues Konzept basiert auf dieser Pyramide. Die haben wir, wo wir halt Domriesling als unteres Einstiegssegment ausgebaut haben und auch mit einer jüngeren Ausstattung versehen haben. Und darüber haben wir noch eine Flusslinie eingeführt. Hier die Flussweine, einer von der Ruber, von der Saar, von der Mosel, weil wir halt als einer der wenigen Weingütern in allen drei Flusstälern mit Weinbergen gesegnet sind. Und darüber kommen dann unsere Orts- und Einzellagenweine, die halt ein ganz traditionelles, aber sehr aufgeräumtes Etikett bekommen haben, wo wir uns anlehnen an einen alten Entwurf von um die Jahrhundertwende 1900. Also damals, wo die Moselweine auch noch teurer waren als heute sehr berühmte Bordeaux-Weine. Ab wann werden die neuen Etiketten sozusagen Marktreife haben? Ja, Marktreife ist eigentlich ab jetzt gegeben. Wir werden mit dem Jahrgang 2011, der jetzt in den kommenden Tagen und Wochen überwiegend gefüllt werden wird, mit der neuen Ausstattung sowohl des bischöflichen Weingutes oder der bischöflichen Weingüter als auch mit dem Friedrich-Wilhelm-Gymnasium auf den Markt in Erscheinung treten. Premiere ist hier auf der Prowein, wie Sie sehen, und bis dato haben wir, obwohl die Messe noch sehr jung und sehr früh ist, heute am ersten Tage sehr, sehr viele positive Resonanzen bekommen. Prima, danke, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Danke. Okay.